Also, ihr kennt ja die Gesamtchoreografie, die wir immer wählen, die da lautet, wir haben zwei Keynotes und eine Keynote ist immer von jemandem, der nichts mit dem ISB zu tun hat, in einer Organisation oder in einer anderen externen Rolle unterwegs ist. Und wir haben immer eine Keynote von einem ISB-Lehrtrainer, einer ISB-Lehrtrainerin. Und ich freue mich sehr, meinen Kollegen Hanno Burmeester zu begrüßen. Toll, dass du da bist. Du hast einen weiten Weg. Danke, dass du dich auf den Weg gemacht hast, um hier zu sein. So, und Hanno ist in ganz vielen Rollen sehr aktiv. ISB ist nur eine kleine, aber einige werden ihn auch kennen. Publizierend verschiedene Schriften, verschiedene Beiträge, die sich häufig drehen um gesellschaftliche Themen, um gesellschaftspolitische Themen, um Nachhaltigkeit, aber auch im Vergleich zu, was ist Nachhaltigkeit, was ist regeneratives Wirtschaften und was hat das Ganze auch mit einem Menschenbild zu tun? Und was uns natürlich auch wahnsinnig interessiert, ist die Frage, was ist mit der Rolle der Wirtschaft in dieser ganzen sehr komplexen Gleichung? Und darüber wird Hanno uns jetzt ein bisschen was erzählen und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Danach gibt es eine kleine Murmelrunde, Caro hat es vorhin schon angekündigt, das heißt Fragen, Ideen, Gedanken, die euch während des Vortrags von Hanno kommen dürfen, auf Karten, die in euren Programmheftchen drin sind und dann kommen die nachher an diese Meta-Wand und heute Abend schauen wir da einfach nochmal drauf oder auch wenn ihr das Gefühl habt, heute im Verlauf des Tages fallen euch besondere Dinge, Fragen, Gedanken ein, darf das da dran und Hanno steht heute Abend nochmal zur Verfügung, dass wir gemeinsam da drauf gucken und uns fragen, was haben wir denn da und was machen wir damit? Okay, also nutzt gerne die beigelegten Karten und jetzt viel Spaß und Bühne frei für Hanno. Tausend Dank, Andrea. Ja, vielen Dank fürs nette Willkommen. Schön hier zu sein. Vielleicht vorab, das ist nicht meine erste Keynote, aber es war die schwierigste bislang. Ich will euch zu Beginn bitten, euch ein Haus vorzustellen. Ein Haus, das irgendwann gebaut worden ist, egal wie es aussieht. Und um es zu bauen, wurde der bedingungslose Krieg erklärt. Es wurden Bäume geschlagen, Nester vernichtet, Erdreich versiegelt, Pflanzen entwurzelt, Sand heimatlos gemacht und Stahl aus der Erde gebrochen. Und irgendwann, vor ein paar Jahrzehnten, wurde das Haus dann bezogen. Und die Bewohner machten sich natürlich über die Jahre daran, das Haus auszustatten. Und ich will ein paar Schlaglichter im Haus setzen. Die Bank, die in der Küche steht, die war mal ein Mangobaum in Indonesien. Für den Stein der Arbeitsplatte in der Küche wurde ein Berg in Italien abgetragen. Der Plastikstuhl neben der Küchentür, der war vor 600 Milliarden Mal Phytoplankton, Algen, Sediment, alles mit Mühe befördert aus der Erde unter Verwendung von Unmengen von Chemikalien und Grundwasser. Und der Kork hinter der Arbeitsfläche der Küche, der hat einmal schützend eine katalanische Eiche umwandelt. Und ihr könnt es euch vielleicht denken, so ging es Zimmer für Zimmer weiter. Alles in den Dienst gezwungenes Leben, alles befreit von seiner Vergangenheit. Und auch im Garten machten es die Hausbewohner sich schön und Natur war dort das, was sie als solche erlaubten. Die Bäume wichen Rasen. Die Pflanzen, die weiterleben durften, mussten nützlich sein, sei es als Spenderin von Schatten oder von Obst. Der Rest wurde durchgeschnitten, vergiftet, mit Salz verätzt und das Grundwasser wanderte vom Dunklen in die blaue Endlichkeit dieses schönen Pools, den ihr hier seht. Anderes nichtpflanzliches Leben bekam enge Spielregeln. Friss nicht vom Obst oder Gemüse, mach den Rasen nicht kaputt, scheiß nicht auf die Gartenmöbel, mach keinen Lärm auf dem Dach. Und ansonsten sieh dich vor, denn unser menschliches Strafregime kennt tatsächlich keine Grenzen. Die Landnahme dieses Ortes wäre immer weitergegangen, doch eines Tages beginnt das Haus zu brennen.
Erst schmort es, dann raucht es, dann brennt es. Es sind erst ganz kleine Feuerszungen, die sich durch ein Zimmer fressen, und dann greift das Feuer immer weiter um sich und springt von Zimmer zu Zimmer. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen die Hausbewohner? Sie versammeln sich erstmal in aller Ruhe im Garten. Eine stellt die Frage, es brennt, oder? Und es beginnt ein zögerliches Gespräch. Ja, es brennt, tatsächlich. Es brennt. Einer beginnt, das Feuer genauer zu beschreiben. Die nächste sagt erstaunlich genau vorher, wie das Feuer sich weiter ausbreiten wird. Die nächsten analysieren, welche negativen Nebenwirkungen das Feuer für sie haben wird. Irgendwann beginnen zwei Bewohner zögerlich, Erde in Richtung des Feuers zu werfen, und einer spuckt in Richtung der Flammen. Die anderen verdrehen die Augen, die einen, weil sie sagen, die Reaktion sei viel zu hysterisch, und die anderen, weil sie sagen, es bringt doch sowieso nichts. Alle tun also etwas. Tatsächlich ist die Gruppe der Hausbewohner dabei sogar hochrangig besorgt. Die sind richtig besorgt. Und trotzdem unternimmt keiner einen ernsthaften Versuch, das Feuer zu löschen. Und während sie diskutieren, während sie kleine Versuche unternehmen, das sich weiter ausbreiten der Flammen zu unterbinden, geht unwiderruflich all das in Flammen auf, was sie in den Jahren davor der Erde mit Gewalt entrissen haben. Und ihr merkt es vielleicht schon, in dieser Szene ist das Undenkbare passiert. Das Haus, das bislang die Bühne der Bewohner gewesen ist, ist plötzlich zur Akteurin im Spiel geworden. Der Hintergrund bewegt sich, zerreißt den erdachten Plot, ignoriert alle davor zugeteilten Rollen und entzieht sich auch jeder Einflussnahme durch diejenigen, die bislang dachten, sie könnten das Spiel bestimmen. Ja, und ihr merkt wahrscheinlich schon, unsere Zeit ist für mich im Großen genau diese Szene. Unser Haus brennt, die Bühne ist plötzlich zur Akteurin geworden. All das, was sich bislang still und wehrlos hat ausbeuten lassen, macht sich auf einmal bemerkbar in Form von Feuern, Stürmen, Fluten, Dürren, Erosion oder schlicht Stille und Leere. Tatsächlich sogar am meisten Stille und Leere. Und doch tun wir nichts ernsthaft. So wie die Bewohner des Hauses im Kleinen schauen wir kollektiv gebannt auf den Zerfall der Moderne und der ökosystemischen Stabilität, wie wir sie kennengelernt haben. Wir analysieren, wir prognostizieren, wir versuchen hier und da Gegenmaßnahmen, aber so richtig reinhängen, so richtig was Ernsthaftes unternehmen, tun wir tatsächlich nicht. Und das ist auch deshalb bemerkenswert, weil wir uns am Schluss so verhalten, als seien wir nicht nur der Geschichte, sondern tatsächlich auch der Materialität der Erde enthoben. Und das ist eigentlich sonderbar. Je mehr man darüber nachdenkt, merkt man, wie sonderbar das ist. Das auch deshalb, weil unser exzessiver Lebensstil natürlich ganz unmittelbar auf der organischen Substanz buchstäblich der letzten 100 Millionen Jahre fußt. All die fossilen Energieträger, die wir heute verbrennen, waren einmal Milliarden und Abermilliarden Lebewesen. Phytoplankton, Zooplankton, Algen, Pflanzen unter anderem. In anderen Worten, all das, was wir heute leben, beruht direkt auf dem Leben, was über Millionen und Abermillionen Jahre gelebt hat und gestorben ist. Und das stellt für mich die Frage, wir gehen mit dem Leben, was gelebt hat, so um, wie wir mit ihm umgehen. Wie werden die Lebewesen, die in der Zukunft leben werden, mit unseren Überresten umgehen? Wozu werden wir nützlich sein, wenn wir nicht mehr sind als organischer Abdruck? Und die Antwort erdet für mich im wahrsten Sinn des Wortes. Absehbar, so sagt die Forschung, im Wissen, dass da viel Spekulation mit drin ist, absehbar werden die Spuren der menschlichen Zivilisation in ungefähr 5 Millionen Jahren vollständig getilgt sein. Vielleicht ist es auch in 1 Million Jahre soweit, man kann kaum schon sagen bei der Zahl. Ganz sicher kann man nicht sein. Vermutlich wird es hier und da noch ein paar unzersetzbare chemische Verbindungen in den Böden dieser Welt geben, alles in die Böden gesetzt in den letzten 100 Jahren. Vielleicht radioaktive Strahlung hier und da, ganz vielleicht, wahrscheinlich nicht, hier und da eine Senke in der Landschaft, die daran erinnert, dass irgendwann mal jetzt ausgestorbene Lebewesen hier gegraben oder gebaut haben. Aber mehr wird es nicht sein. Und all die Hybris unserer Zeit, der überzogene Glaube an die Bedeutung unserer Spezies, all davon wird nichts bleiben. Und überspitzt formuliert heißt es für mich, dass unser langfristiger Wert absehbar deutlich unter dem das Phytoplankton liegt, das vor 50 oder 300 Millionen Jahren für den Betrieb unserer Laubbläser heute gestorben ist. Wobei, Moment, natürlich wird der moderne, aufgeklärte Teil der Menschheit etwas Bleibendes hinterlassen.
Und ich sage extra der moderne, aufgeklärte Teil der Menschheit, weil uns Anthropozän als Begriff oft vergessen lässt, dass nicht der Anthropos, der Mensch insgesamt für die Lage heute verantwortlich ist, sondern eine kleine Minderheit auf diesem Planeten. Natürlich wird diese Minderheit was hinterlassen und damit auch wir, nämlich vor allem all die Lücken, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten entstanden sind durch all das Leben, das wir ausgelöscht haben und in den nächsten Dekaden auslöschen werden. Der zukünftige Planet wird vor allem in dem, was nicht mehr ist, von dem geformt sein, was wir in einem historischen Wimpernschlag tun. Das von uns ausgelöschte Leben, das sich nach seinem Ende nicht weiterentwickeln konnte, wird auf immer fehlen. Anders gesagt, und darauf will ich hinaus, ist unsere Frage gar nicht, und das ist mir für die Rahmung dieses Tages wichtig, ob wir als Menschheit untergehen. Das wird früher oder später passieren. Die Frage ist nur, wann und wie. Das ist das, worauf wir Einfluss haben. Und dieses Wann und Wie, das mag klein wirken, aber für mich ist es Grund genug, jetzt etwas dafür zu tun, dass die Lücke dieses getilgten Lebens, die wir heute in aufmerksamen Momenten als Stille und als Leere bemerken und spüren können, nicht noch größer wird, als sie ohnehin schon ist. Das wird keiner bestreiten. Und dennoch täuschen wir vor allem an aktuell. Wir tun so, als würden wir etwas tun, während die enthemmte Ressourcenausbeutung tatsächlich immer weiter zunimmt. Ihr alle kennt das. Und noch die letzten Grenzen zu verschieben droht. Die CO2-Emissionen steigen weiter, die versiegelten Landflächen ebenso, die Zahl der abgeholzten Bäume auch. Es gibt mehr und nicht weniger Nutztiere und so weiter. Keine der verfügbaren Statistiken passt zu der Rhetorik unserer Zeit, so wie die beschlossene Politik nicht zum Ernst der Lage passt. Ich glaube, das zu konstatieren in all der Frustration, die da ausbricht, ist wichtig. Und all das immer weiter, was dahinter liegt, wird auch dadurch befördert, dass allerorts an Hoffnung appelliert wird. Die Hoffnung, dass es am Schluss doch irgendwie gut gehen wird. Dass die Menschheit plötzlich und wundersamerweise das Richtige tut, dass die Nationalstaaten umsteuern und es plötzlich schaffen, ohne dass es eine formale Organisation dafür gibt, eine funktionierende Weltklimaregierung zu installieren. Die Hoffnung, dass die Institutionen des Kapitalismus plötzlich von der Ausbeutung ablassen, für die sie ja gegründet worden sind. Da entstehen dann solche Bilder. Ich glaube, dass diese Art der Hoffnung uns daran hindert, die Komfortzone des irgendwie doch immer weiter so zu verlassen und wirklich und radikal loszulassen, wirklich und radikal etwas zu tun. Und ich will deshalb dafür werben, und das ist mir ein wichtiger Punkt in dem, was ich hier sage, dass wir alle Hoffnung fahren lassen. Ich glaube, dass wir nur dann sinnvoll werden handeln können, wenn wir die Möglichkeit einer Rückkehr in eine leichtgängigere Gegenwart oder auch nur das Aufrechterhalten des Status quo wirklich aufgeben, wenn wir diese Möglichkeit ganz ausschließen. Und ich glaube tatsächlich danach, dass die Zeit nicht nach Hoffnung verlangt, sondern sie verlangt danach, dass wir unsere Angst ernst nehmen, dass wir uns wahrhaft bedroht fühlen und die Unmittelbarkeit unserer Sterblichkeit wirklich realisieren und fühlen. Ich glaube, dass das die eigentliche Voraussetzung ist, um ins Handeln zu kommen, nicht die Hoffnung. Dazu gehört für mich auch, dass wir bereit sind, all unsere gut gemeinten Anliegen radikal und mit offenem Blick zu hinterfragen. Ich beobachte gerade immer wieder, wie all diejenigen, die die Welt eigentlich retten wollen, letztlich ungewollt zu ihrer Zerstörung beitragen. Was meine ich damit? In der Öffentlichkeit hören wir immer wieder die Frage, wie wir die menschengemachte Ökosystemkrise umkehren oder zumindest stabilisieren können. Ich glaube, dass die Frage falsch ist und ich glaube auch, dass das Bild, das hinter dieser Frage liegt, falsch ist und dazu beiträgt, dass unser Zerstörungseifer stabilisiert wird und nicht beendet. Warum? Erstens erleben wir keine Krise. Krise legt ja nahe, dass etwas vorbeigeht. Aber die Wesensart des Anthropozäns ist ja gerade, dass viele der menschengemachten Ökosystemdynamik eben nicht zu lösen und auch nicht zu beenden sind. Anders gesagt, die Lage wird garantiert schlimmer, selbst wenn wir jetzt alles richtig machen. Das ist der Grundzustand unseres Zeitalters und ich glaube, es gilt, ihn anzuerkennen. Zweitens, und das ist der für mich tiefer liegende Grund, warum ich glaube, dass an vielen Stellen durch eine eigentlich gut gemeinte Intention was Kontraproduktives befördert wird, störe ich mich an der Hybris, die sich im hoffnungsvollen Rettungsdenken häufig widerspiegelt. Wollen wir wirklich in derselben Haltung retten, in der wir alles zerstört haben? Seit der Neuzeit verstehen wir uns im Westen als Individuen, die durch ihr Handeln die Welt ordnen, vermessen und gestalten.
Bislang haben wir entschieden, dass wir erobern, dass wir plündern, dass wir ausbeuten. Jetzt haben wir uns entschieden, dass wir wieder gut machen wollen, dass wir zurückgeben wollen, dass wir heilen wollen. Und natürlich ist mir letztere Intention lieber als erste Intention, aber es bleibt dabei, dass das Selbstbild beständig ist, dass nämlich wir es sind, die ordnen, dass wir es sind, die die Natur als Objekt benennen und nicht als Vielzahl von Koakteuren. Da liegt eine über Jahrhunderte kultivierte Hybris drunter, die unsere Kultur prägt und die uns vergessen lässt, dass eben nicht wir es sind, die Ordnung schaffen. Es sind auch nicht wir, die heilen, sondern die fragile Ordnung dieses Ökosystems, ja, dieses Wunder, was da entstanden ist, erschafft sich nur im Zusammenspiel allen Lebens. Wir tragen im besten Fall einen ganz kleinen Teil dazu bei, diese Bewegung auf eine heilsame Art zu unterstützen. Worum es heute geht, ist also nicht die Hoffnung. Ich glaube, dass Hoffnung süßes Gift ist, sondern was wir brauchen, ist die Kultivierung unserer Fähigkeit, mit allen Sinnen wahrzunehmen und wahrhaft betroffen zu sein. Betroffen von dem, was wir tun, betroffen von dem, was wir waren und geworden sind, betroffen von dem, was wir sein könnten, auch das. Warum sage ich das? Weil ich glaube, dass mit dieser Art von Wahrnehmung und Betroffensein eine innere Öffnung verbunden ist. Und diese Öffnung ist für mich die Voraussetzung von Heilung, die wir brauchen. Und damit meine ich eben nicht die Heilung der Natur oder des Planeten. Das sind Kunstgebilde, die uns gerade eher schaden als helfen. Sondern mir geht es um die Heilung unserer selbst. Geheilt sind wir als Menschen erst dann, wenn wir unseren Glauben überwinden, als Mensch nicht zur Natur dazu zu gehören. Wenn wir aufhören zu glauben, dass wir irgendwie abseits des Ganzen stehen, nicht Teil des Lebensgewirrs sind, das die fragile Balance hervorbringt, die dem Leben das Leben erst ermöglicht. Nur wenn das gelingt, diese Form von Heilung, haben wir die Voraussetzung dafür geschaffen, worum es eigentlich geht. Und ich weiß, es wird jetzt immer größer, aber ich gehe trotzdem den Weg weiter. Nämlich letztlich eine Mutation der menschlichen Spezies selbst. Wir stehen vor der wirklich herausfordernden Aufgabe, unser Selbstverständnis in den Grundfesten neu zu fassen und folglich auch uns selbst radikal anders ins Verhältnis zu setzen zu all dem Leben, mit dem wir gemeinsam den Lebensraum teilen. Es geht also letztlich um eine neue Anthropologie, um ein anderes Bild vom Menschen und der Welt, die er mit erschafft und die ihm das Leben ermöglicht. Und das ist riesig groß, mir ist es bewusst. Aber ich glaube, dass wir nur mit einem Gespräch über die Grundfesten unseres Denkens und Wahrnehmens weiterkommen und rauskommen aus dieser vertrackten Wiederholung des Immergleichen, in der wir aktuell gefangen sind. Und damit meine ich nicht nur die ewigen Wiederholungen in der konventionellen Logik des Kapitalismus, sondern ich meine wirklich auch ausdrücklich die Logik der angeblich grünen Ökonomie. In der grünen Logik gründet ja diejenige, die etwas Gutes tun will, zum Beispiel ein soziales Business. Ja, das heißt, die Firma vertreibt irgendwelche Produkte, mit deren Verkauf man einen Gewinn generiert, der dann Guten zugeführt werden kann. Das nennt sich soziales Business, ist aber, sofern etwas produziert wird, in der ökologischen Wirkung fast garantiert negativ und damit zwangsläufig auch nicht sozial. Und das ist jetzt etwas zugespitzt, aber ich glaube tatsächlich, dass in grünen Wirtschaften und leider auch in der grünen Politik im Grundsatz alles weiter geht wie vorher. Auch hier verkleiden sich Plünderung, Ausrottung und Ausbeutung am Schluss in ein rettendes Gewand. Und ich habe bei der Vorbereitung immer wieder an den Dilemma- und Sinnzirkel gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich glaube, viele sind im Verneinen und Ausblenden unterwegs. Die Menschen, die an die grüne Logik glauben, sind im Strampeln. Und dann gibt es auch viele, die abschalten. Und ich hoffe inständig, dass ich einer von denen bin, die verzweifelt sind. Yes, also ich glaube, dass in dieser grünen Logik 8 Milliarden, auch 10 Milliarden Menschen nicht auf eine mittel- oder langfristige Weise auf diesem Planeten werden leben können. Und ich glaube auch, dass wir den Kapitalismus nicht werden grün anmalen können, sondern wir müssen wirklich an die Grundlogik und an die Grundfesten ran. Aus dieser Überlegung heraus, und damit schlage ich die Kurve zu der Überschrift unseres Tages, sollten wir, glaube ich, auch ein hohes Misstrauen mitbringen, wann immer von Nachhaltigkeit die Rede ist. Nachhaltigkeit war, glaube ich, vor 20, 30, noch besser 40 Jahren der richtige Begriff. Heute ist er es nicht mehr. Nachhaltigkeit meint ja am Schluss, dass ich keinen negativen Fußabdruck hinterlasse und dass ich am Schluss den Status quo erhalte in dem, was ich tue. Das brauchen wir aber nicht, weil der Status quo ist fatal. Der Status quo ist tödlich. Es ist Massenmord. Was wir brauchen, ist Regeneration, also das Wiederherstellen
von Lebensgrundlagen für alle Erdbewohner. Und damit meine ich nicht nur Menschen. Wir brauchen regenerierte Böden, Wälder, Meere, Flüsse, Moore, all das. Und all das gelingt eben nur dann, wenn wir uns als moderne Gesellschaft neu erlernen und langfristig in ein anderes Verhältnis zur Mitwelt setzen. Ich bringe den Begriff der Regeneration auch deshalb ins Spiel, weil auch sie ein anderes Menschenbild voraussetzt. Und damit knüpfe ich an das, was ich davor gesagt habe. Letztlich bricht Regeneration nämlich mit dem Menschenbild des aufgeklärten modernen Individuums. Warum? Weil sie im Kern die Bereitschaft zum bewussten Nichthandeln voraussetzt. Wer als Mensch heute die Welt retten will, hat an ganz vielen Stellen die Aufgabe, nichts zu tun, also sich fernzuhalten, still zu sein, nicht zu handeln. Und nur wenn das gelingt, ist anderem Leben die Erholung möglich, die wir durch unser Aktivsein, unser Handeln bislang auf kriegerische Weise unterbinden. Das ist für mich eine der völlig irren Paradoxien unserer Zeit, dass die beste Regeneration an den Stellen stattfindet, wo die größte ökologische Zerstörung durch den Menschen stattgefunden hat und der Mensch deswegen nicht mehr dorthin geht. Das sind die Orte, wo Regeneration am heftigsten und am nachhaltigsten zu beobachten ist. Ich glaube, dass die Person, die nichts tut, aufhört, sich in ihrer Bedeutung für das Ganze zu überhöhen. Und dieses Nichthandeln ist natürlich auch Handeln, das ist mir ganz wichtig. Aber für unser kulturelles, modernes Repertoire ist das was ganz Neues. Und ich meine auch, dass es für uns als modernes Individuum auf irgendeine Art eine sehr unerträgliche Beleidigung ist. Und damit bin ich bei der Postwachstumsökonomie, unserer Überschrift für heute. Ich teile die Kernidee, dass die Beschränkung unabdingbarer Teil jeder zukunftsfähigen und wirklich auch freien Zivilisation ist. Je weniger wir brauchen, desto freier sind wir. Und trotzdem misstraue ich diesem Begriff, denn er hat das Potenzial, uns in Nebendebatten festzuhalten und tut es tatsächlich auch seit vielen Jahren. Wo liegen meine Vorbehalte? Zum einen ist dieser Begriff so, als würde man einem Sexsüchtigen von einem Leben ohne Sex vorschwärmen. Ja, also dein Post-Sex-Leben, das wird doch auch schön. Aber der Sexsüchtige will Sex. Ja. Und so ist es mit Wachstum auch. Wir sind süchtig nach Wachstum. Unsere ganzen Systeme, die moderne Demokratie, ist auf diesem Gedanken aufgebaut. Ja, also ich glaube wirklich, dass Ausbeutung, Zerstörung, Plünderung ist in die DNA unserer Gesellschaften eingewoben. Und das sollten wir anerkennen. Das heißt nämlich auch, dass wir aufhören, uns einzureden, dass wir diese Sucht irgendwie in der Hand haben. Die Sucht, die hat uns in der Hand. Die Sucht hat uns in der Hand. Auch weil der moderne Staat diese Sucht seit seiner Gründung voraussetzt, befeuert und aktiv incentiviert. Alles, was wir heute als Grundeinstellung haben, incentiviert eben nicht regeneratives oder nachhaltiges Handeln, sondern das genaue Gegenteil. Wichtiger ist mir aber im Kern, jetzt mal abseits dieser begrifflichen Spielereien, dass es gar nicht um die Frage geht, welches Wirtschaftssystem wir wollen. Es geht doch darum, wie wir uns als Menschen schnellstmöglich in ein grundsätzlich anderes Verhältnis zu unserer Mitwelt setzen können. Es geht also im Kern gar nicht um die Ökonomie oder die Wirtschaft, sondern es geht eben um eine neue Anthropologie und die Verfasstheit unserer menschlichen Gesellschaften. Deswegen plädiere ich für uns heute dafür, dass wir, wenn wir über Postwachstumsökonomie sprechen, wirklich darüber reden, welchen Grundprinzipien wir uns als Gesellschaft verschreiben müssen, um in der längeren Frist überlebensfähig zu sein. In meinem Buch Unlearn, das liegt auch auf dem Büchertisch vorne, habe ich einen neuen Daseinszweck für demokratische Gesellschaften vorgeschlagen. Die moderne Demokratie, das ist hier anskizziert als Grundsystem, hat immer das kurzfristige materielle Wohlergehen des Individuums in den Fokus gestellt. Das ist eigentlich der Daseinszweck der modernen Demokratie, wie wir sie heute kennen. Und ich glaube, dass die Demokratie des Anthropozäns, an der wir gerade bauen oder bauen sollten, diesen Daseinszweck transzendieren muss. Natürlich ist individuelles Wohlergehen weiter wichtig, aber es muss vereinbar sein, zum einen mit dem unmittelbaren Wohlergehen aller anderen Erdbewohner und zum zweiten mit dem Wohlergehen allen kommenden Lebens. Das bedeutet auch, dass jede künftige Gesellschaftsform ihr Handeln zwangsläufig in die Grenzen des Ökosystems zurückführt und das hat dann Verzicht und Beschränkung zwangsläufig zur Folge. Aber in diesem Bild ist die Wirtschaft eben kein losgelöstes System und auch kein losgelöster Gesprächsgegenstand, sondern sie ist Mittel zur Realisierung dieses Daseinszwecks. Ja, ansonsten wedelt der Schwanz mit dem Hund. Ich glaube, es ist ganz wichtig, lasst uns nie nur über Wirtschaft reden, lasst uns über Gesellschaft und die Grundfesten unseres Handelns sprechen. So, und jetzt ist klar, dieses schöne Bild, es fällt nicht vom Himmel. Viele bauen dran, viele denken drüber nach, es gibt viele Reallabore und Prototypen. Aber es ist ein wahnsinnig weiter Weg und ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden, es ihn zu gehen. Aber ich weiß, dass es lohnt, loszulaufen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage für uns, was bedeutet das denn für uns im Hier und Heute?
und für unser Gespräch am heutigen Tag. Und ich will ganz zum Schluss, dafür brauche ich noch 2 Minuten, 7 Antworten skizzieren, in deren Realisierung ich mich selbst auch heftig übe. Zum Ersten glaube ich, dass wir anerkennen sollten, dass das Anthropozän ein Zeitalter des Übergangs ist, das uns zwingt, wieder ganz von vorne anzufangen. Deswegen glaube ich auch, wenn ich den Gedanken umdrehe, dass die Personen, die heute nach Stabilisierung streben, das Paradigma der Zerstörung perpetuieren und fortsetzen. Wer heute wirklich etwas verändern will, muss bereit sein, grundlegend loszulassen. Das Zweite ist, dass ich glaube, wir brauchen Mut zu großen spirituellen Fragen. Wozu sind wir eigentlich auf diesem Planeten? Was ist die Rolle des Menschen im Anthropozän und was müssen wir verlernen, um neu anfangen zu können? Wie sähe zum Beispiel eine Verfassung aus, wenn wir sie heute schreiben würden? Das sind große Fragen, die uns dabei helfen, nicht in Nebensächlichkeiten und dem betäubenden Klein-Klein des politischen Alltags verloren zu gehen. Und ich glaube vor allem, dass wenn wir solche Fragen stellen, wir uns selbst in die Lage versetzen, bewusst zu entscheiden, für welche Antwort wir uns engagieren wollen. Drittens, aktuell, das habe ich vorhin schon gesagt, sind fast alle gesellschaftlichen und ökonomischen Grundeinstellungen so gestellt, dass Zerstörung incentiviert wird. Ich glaube deshalb, dass wir auf radikale Reformen drängen sollten als Bürgerinnen und Bürger, mit Blick auf den politischen Raum, aber eben auch mit Blick auf die Systeme unserer Klientinnen und Klienten, ne? Sei es jetzt die internen Kundinnen und Kunden oder unsere Kundinnen und Kunden als externe Beratende. Also auf grundsätzliches Drängen. Das Vierte, das wird jetzt viel nicht genehm sein. Ich glaube, es gilt heute anzuerkennen, dass wir uns in einem existenziellen Krieg befinden. Und ich glaube, dass wir benennen müssen, wer unsere Feinde in diesem Krieg sind. Wer bedroht uns und andere Erdbewohner in besonders intensivem Sinne in unserem Fortbestand. Wer sich hier ehrlich macht, hat schnell eine lange Liste beisammen mit vielen Organisationen, gerade auch in Deutschland. Da stehen fossile Energieunternehmen drauf, viele Automobilkonzerne, die konventionelle Agrarindustrie, manche Länderregierungen, aber auch Einrichtungen, die sich im Bereich des Geoengineering engagieren und viele weitere. Und ich glaube, das sind Feinde, die wir bekämpfen müssen und im Allermindesten arbeiten wir nicht für sie. Das Fünfte ist, dass die Regeneration der Ökosysteme die Fähigkeit braucht, jenseits unserer Lebenszeit zu denken und zu handeln. Regeneration braucht Jahrzehnte, meist Jahrhunderte und sehr, sehr oft Jahrtausende. Wir müssen uns deshalb im Kathedralendenken üben. Welche Kathedralen können wir, jede und jeder von uns, neu anfangen zu bauen, im Wissen, dass sie in unserer Lebenszeit nicht fertig werden? Oder aber, wenn wir selbst keine eigene Kathedrale bauen wollen, zum Bau welcher Kathedrale können wir denn beitragen, im Wissen, dass wir nur einen kleinen Teil zum Gesamtkunstwerk beitragen können? Sechstens und vorletztens, lasst uns einer größeren Sache ein Heim stellen. Dabei hilft das, was ich seit Jahren demütigen Größenwahn nenne. Demütiger Größenwahn meint das Wissen darum, dass wir nur einen kleinen Beitrag leisten und trotzdem gestehen wir uns zu, nach grundsätzlichen Veränderungen zu streben. Es meint, dass wir uns den Freibrief ausstellen, zu allem zu denken und zu sprechen, alle Themen in ihrer Breite und Größe anzudenken, anzugehen, ohne dass wir uns deshalb einbilden, sie zu beherrschen. Das heißt auch, dass wir radikal sind, im Fokus auf das Grundsätzliche, den ich davor beschrieben habe. Und letztens, und ich glaube, das ist die Grundlage davon, und da arbeiten, glaube ich, viele gerade dran, geht es darum, all das, was ich davor genannt habe, zu ermöglichen, indem wir uns selbst in die Lage versetzen, einen regenerativen Rhythmus zu leben. Ein Rhythmus also, der die Substanz pflegt und anreichert, anstatt von ihr zu zehren. Ein Rhythmus, der die spirituelle Anbindung ans größere Ganze kultiviert, statt sich im Fokus auf das Materielle und Messbare zu verlieren. Das ist dann auch ein Rhythmus, in dem wir Selbstliebe entwickeln können. Und warum brauchen wir Selbstliebe? Ich glaube, die ist unabdingbar, um sagen zu können, was ich mache, ist am Schluss nicht so wichtig. Ich danke euch.